Ja, ein herzliches Hallo aus dem Kürnberger Wald, aus dem heute verschneiten Kürnberger Wald. Heute bin ich zum ersten Mal mit meinem Selfie-Stick unterwegs, weil keine Kamerafrau heute Zeit gefunden hat. Und es regnet auch, es schneit auch ziemlich stark. Ja, ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Was ich euch heute hier zeigen möchte, ist die stille Baumkommunikation. Und dazu gehen wir jetzt zu einem besonderen Platz. Der ist da vorne, und zwar ist es der Platz der vielen Bäume. Das ist auch dieser Endplatz meiner schamanischen Wanderungen, wo wir dann so dieses Endritual der schamanischen Wanderungen machen. Und den zeige ich euch einmal jetzt. Kommt einmal mit. Ihr seht jetzt nur mich, aber so schwenke ich mal ein bisschen um. Das ist hier der Platz der vielen Bäume und wir gehen einmal in das Zentrum von diesem Platz. Hier stehen ganz wunderbare Bäume. Ich zeige das mal so ein bisschen hier, wenn man das hier so jetzt erkennen kann. Genau, es stehen viele Buchen hier. Ja, die stille Baumkommunikation. Und was ist das? Ja, die stille Baumkommunikation hat man selber ganz viel Zufriedenheit, ganz viel Hoffnung in mein Leben gegeben. Ich gehe natürlich auch in den Wald, wenn es mir recht gut geht, wenn ich zufrieden bin mit meinem Leben. Aber es hat auch Zeiten in meinem Leben gegeben, wo es mir wie jeden anderen Menschen auch nicht gut gegangen ist. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht in den Wald und habe diese schamanische Übung oder das schamanische Werkzeug angewendet, der stillen Baumkommunikation. Und das möchte ich heute euch mit euch teilen, wie das funktioniert. Im Grunde genommen ist es ganz was Einfaches und die wirklich guten Dinge im Leben, die sind einfach ganz einfach. Hört einfach auf eure innere Stimme und auf eure Intuition. Ihr geht so quasi dann mit diesem Thema, was euch beschäftigt, was euch irgendwie mit dem ihr hadert, wo ihr einfach nicht weiter wisst, mit diesem Thema geht ihr schon in den Wald. Und dann lasst euch einfach von einem Baum finden. Und der wird euch finden. Baumwesen sind ganz liebevolle Mittelweltwesen. Manche Bäume, die wollen auch in Ruhe gelassen werden, aber das spürt man eh an sich gleich, weil da fühlt man sich ja gar nicht so jetzt in diesem Moment hingezogen. Also der Baum wählt so quasi euch und dann geht ihr einfach auf den Baum zu. Ich zeige es euch jetzt mit diesem Baum und nehmt einfach einmal Kontakt auf. Und diesen Kontakt gestaltet ihr so, wie ihr den gerne haben möchtet. Entweder ihr berührt diesen Baum, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr möchtet ein bisschen einen Abstand halten, es braucht noch ein bisschen eine Zeit, dann horcht einfach auf eure innere Stimme. Dann könnt ihr mal in Berührung mit diesem Baum gehen. Was ich immer ganz gern mache, ich lehne mich richtig so an diesen Baum an, dass ich zum Beispiel jetzt so meine Stirn auf den Baum lege und meine Augen schließe und einfach ganz, ganz ruhig und still werde. Ja, und je freier und je offener ihr das Ganze macht, dass da jetzt nicht großartig irgendwie was sein muss, umso besser ist es. Und alleinig, wenn ihr von diesem Platz oder von diesem Baum weggeht und euch zufriedener fühlt, ruhiger fühlt, freier fühlt, dann ist es schon ganz, ganz, ganz viel. Diese inneren Impulse, diese Botschaften, wenn ihr das öfters übt,
die können dann so quasi so auf, aus euch aufsteigen, sage ich jetzt einmal. Ich selber habe in einer Baummeditation diese innere Botschaft erhalten, diese Wanderungen anzubieten, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich diesen Weg gehe oder immer wenn ich zu Bäume finde, dass es mir ganz, ganz gut geht, dass ich einfach ruhiger geworden bin und dass ich auch zuversichtlicher geworden bin und diese Problematik, diese Thematik, mit der ich in den Wald gegangen bin, gar nicht mehr so schlimm war für mein Leben. Ja, also probiert es einfach einmal aus, geht in den Wald und lasst euch von einem Baum finden. Und er wird euch finden. Und das sind so diese inneren Impulse, wenn ihr zum Beispiel am Weg geht oder euch denkt, ah, jetzt schaue ich mal da oben oder dieser Baum da drüben, der schaut so schön aus, der möchte jetzt umarmen, da möchte jetzt hingehen, da möchte jetzt nur mal dran, meine Hand drauflegen. Horcht auf diese inneren Impulse, die sind da. Vertraut euch da ganz selbst. Eure Intuition ist niemals falsch. Das ist nämlich eure ganz persönliche Intuition und das ist euer ganz persönlicher Weg. Das möchte ich euch noch mitgeben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt noch einen längeren Waldspaziergang machen und alles Liebe auf diesem Weg für euch. Daniela aus dem Kürnberger Wald. Baba!